Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen verlassen müssen. Alle Tests machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch eingelegt, hallo? Diese Anlage im Hyperschlaf zu überdauern. Kannst du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Dieser Richtlinie, oder falls Sie eine englische nun mach schon die Tür auf! Wünschen, das ist so aggressiv. Sie das Papier? Du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hol uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell.
Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay, los geht's. Weiter, direkt durch das Loch da. Ja, alles klar, weiter. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird,
bitte! Geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1.
Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott.
Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck! Ich bin hier oben! Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Geh ihn durch. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf, sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang mich! Au! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Neues Problem. Ich schließe mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Na los.
Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Bam. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Kannst du mich hochheben? Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Hier und jetzt. Und wenn du denkst, ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst. Nein, es ist noch Zeit. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, und es ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Okay, die Treppe runter. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Okay, weißt du was? Spring einfach. Du hast ja Beinschienen. Allerdings hast du keine Armschienen. Ich muss mich wohl auf die gute, altmodische Muskelkraft verlassen. Also, vergiss nicht, immer schön alles fest im Griff behalten. Und noch was. Du hast auch keine Rückenschiene, also nicht auf dem Rücken landen. Und auch nicht auf dem Kopf. Der würde aus dieser Höhe wie eine Melone zerplatzen. Konzentrier dich also und lande sicher auf den Beinen. Kleine Frage. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an.
Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh, oh. Power-Up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig sein. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Nein, gut. C. Nein, warte. Hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-Up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ah. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Ah. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste, deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor.
Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein.
Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst.
Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter.